Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz. So, wir hatten uns letztes Mal angesehen, wie man ein Textfeld auf den Bildschirm setzt, ein Text-Widget oder ein Scrolled-Text-Widget. Und diesmal werden wir uns ansehen, wie man dort Sachen, also Strings, Zeichenketten einfügt. So, und dazu gehen wir mal ganz schnell in unser Programm hinein, weil alles andere ist jetzt. So, als allererstes programmiere ich noch ein Entry-Widget mit dazu. Ganz einfach. So. Und hier das Entry-Widget, das möchte ich jetzt immer dann, wenn eine Return-Taste gedrückt ist, dann soll der Text aus dem Entry-Widget soll in den Scrolled-Text eingesetzt werden. Und das muss ich jetzt besonders programmieren. So, darauf gehe ich nochmal relativ ausführlich ein, weil dieses Binding ist eine ganz wichtige Sache. So. Und was ich hier mache mit diesem Bind, ist, dass ich dem sage, sobald die Return-Taste gedrückt ist, das kann man hier vorne, kann man das setzt man das rein, welches Ereignis es sein soll, dann soll der die Funktion setIn aufrufen. Und diese Funktion setIn, die muss ich jetzt noch gleich programmieren. Als allererstes möchte ich jetzt nochmal das Widget auf den Bildschirm bringen. Und da das von Fensterseite zu Fensterseite sein soll, mache ich das mit fillX. So. Aber ganz wichtig, ich brauche jetzt meine Definition set in. So, wenn ich ein Ereignis über den Bind-Befehl abfrage, dann muss ich hier hinten in meine Methode muss ich Event reinschreiben. So, das heißt, dass der an diesen Event Manager gebunden ist, der die verschiedenen Events verteilt. Und es ist klar, der Event Manager, der macht das automatisch, wir müssen da gar nichts weiter machen. Wenn ich innerhalb von dem Entry Widget Return drücke, dann bringt er das zuerst oder übergibt er das zuerst ans Entry Widget und fragt, kann der da was mit anfangen? Wir haben ihm gesagt, ja, du kannst was damit anfangen, nämlich hier unser Setin. So, das erste, was ich machen möchte, ist, dass ich einen Zettel so und dort muss ich jetzt ja so, das erkläre ich euch gleich noch, was das macht, Komma, und hier hole ich mir jetzt einfach den Text aus meinem Entry Widget, und das war es im Prinzip auch schon. Return gebe ich nochmal der Vollständigkeit halber ein. So, und das ist das erste. Jetzt zeige ich euch gleich noch eine zweite Sache. Ich gebe hier mal 4 ein. Ich zeige euch noch eine zweite Sache. Ich mache hier unten nämlich auch nochmal einen Zettel Insert. Und hier gebe ich 1.0 ein. Und dann hallo, ich bin der erste Text. Gut, da kann man irgendwas eingeben. So, was macht dieses Insert hier unten? Das fügt bei der Textzeile 1 und an der Position 0, also an der Buchstabenposition 0, fügt das einen String ein, nämlich diesen hier. So. Und hier oben wird in der Textzeile 1 und an der Buchstabenposition 4 ein String eingefügt, und zwar den, den ich über dieses Entry-Widget eingebe. Wir schauen uns das am besten mal in der Praxis an, weil so. Also, als erstes seht ihr hier, hallo, ich bin der erste Text. Das, was wir eben vorher eingegeben haben. Und
Jetzt gebe ich hier zum Beispiel mal ein. Ich schiebe mich dazwischen, mache zwei Leerzeichen davor und dahinter. So, und wenn ich jetzt Return drücke, dann macht er mir gar nichts. Na, das finde ich ja schick. So, da habe ich mir so viel Mühe gegeben und dann macht er mir nichts. Gut, okay. Mal sehen, ob er mir eine Fehlermeldung ausgibt. Scrolled text object is not callable. Dann schließen wir das mal. Na, sowas Blödes. Da vergisst man die Hälfte, eigentlich das Wichtigste, aber das passiert einem öfter beim Programmieren. So. Also nochmal. Wir machen das ein bisschen kürzer. So. Und jetzt seht ihr, ja, so jetzt passiert das, ne? Also jetzt hat er sich dazwischen geschoben und zwar immer an der Position 4. So, da ich jetzt das Entry-Widget nicht gelöscht habe, kann ich jetzt hier einfach fröhlich weiterklicken und kann mir so oft dazwischen schieben. Wichtig ist, das zeige ich euch auch nochmal, dass das Ganze davor stattfindet. Oh, schöne Markierung, dass es deutlich wird. So, also der setzt mir das zurzeit immer noch hier vorne rein. Also ganz, ganz an den Anfang, also hier nach dem Hallo. Das ist nämlich dann eben tatsächlich, dass die Position 0 1, dann hier das erste L, das ist schwierig jetzt zu markieren, ist die 2 und dann kommt die 3 und hier im Prinzip ist die Position 4. Ja, und ich sage ihm ja Insert in der Zeile 1 bei der Position 4. So, und ihr seht, da setzt er sich auch dazwischen. Ne? Also ich kann über diesen String kann ich steuern, wo das eingesetzt wird. Die Art und Weise ist etwas ungewohnt, aber wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt hat, also wenn man zum Beispiel einen Texteditor meint, schreiben zu müssen mit Python, dann wird das relativ schnell verständlich und auch relativ einfach, wie man damit umzugehen hat. Gut, so, also Insert, das haben wir gemacht, dann diese besondere Formatierung. Erinnert euch bitte daran, das wird uns auch noch beim nächsten Mal beschäftigen. So, und auch gezeigt habe ich euch, aber keine Angst, das werden wir noch mal ausführlicher besprechen, wie man ein besonderes Ereignis an ein Widget bindet. So, ich hoffe, euch sind wieder einige Sachen klarer geworden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dort geht es um das Auslesen von Daten aus dem Scrolled Text.